herzlich willkommen zum Sozialarbeiter ABC. Soziale Arbeit einfach erklärt. Heute mit dem Buchstaben K wie Kinderrechte. Kinderrechte sind Menschenrechte, die den Bedürfnissen und Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen und gewährleisten sollen, dass sie unter bestmöglichen Umständen aufwachsen. Insbesondere die altersbedingte Verletzbarkeit von Kindern sowie ihr marginaler Status in von Erwachsenen dominierten, generational geordneten Gesellschaften fand bei der Formulierung von eigenen Kinderrechten Beachtung und bestärkten die altersunabhängige Gültigkeit aller Menschenrechte für alle Menschen. In der insgesamt 54 Artikel und inzwischen 3 Zusatzprotokolle umfassenden UN-Kinderrechtskonvention, KRK, werden Kinderrechte von der Staatsgemeinschaft genannt. Kinder sind in diesem Sinne ausnahmslos alle Personen unter 18 Jahre. Die in der KRK genannten Rechte lassen sich in Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte unterscheiden. Artikel 2 – Diskriminierungsverbot, Artikel 3 – Wohl des Kindes, Artikel 6 – Recht auf Leben und Artikel 12 – Berücksichtigung des Kinderwillens spiegeln allgemeine Prinzipien wider, die allen Kinderrechten zugrunde liegen. Die Staaten haben sicherzustellen, dass das Recht jedes Kindes realisiert wird, in einer sicheren Umgebung frei von Gewalt und jedweder Diskriminierung zu leben. Das Recht auf Nichtdiskriminierung besagt, dass kein Kind aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler, ethischer oder sozialer Herkunft, einer Behinderung, Geburt oder Status seiner Eltern benachteiligt werden darf. Die Staaten sind verpflichtet, bestehende Diskriminierung abzuschaffen bzw. den Abbau bestehender Diskriminierung hinzuwirken. Dem Kindeswohl ist bei allen staatlichen Entscheidungen Vorrang einzuräumen. Und Kinder haben das Recht auf Beteiligung bzw. Teilhabe und auf angemessene Berücksichtigung ihrer Meinung und ihrer Wünsche. Im Gegensatz zum lange ausschließlich vorherrschenden Verständnis von Kindern als passiven und schutzbedürftigen Wesen, die sich erst noch zu eigenständigen Subjekten entwickeln, werden sie im Sinne der Kinderrechte als aktive Rechtssubjekte verstanden, die bereits jetzt in der Lage und berechtigt sind, ihr Leben selbst mitzugestalten. Im englischen Original der Konvention findet sich der Begriff Best Interest of a Child, der im Unterschied zu dem eher paternalistischen Konzept des Kindeswohls den individuellen Kinderwillen stärker zum Ausdruck bringt. Zwar sind Kinderrechte durch Ratifizierung der KRK inzwischen 195 Staaten, Stand September 2015, formal gültig. Ihr Bekanntheitsgrad, ihre Anerkennung und die tatsächlichen Wirkungen auf die Lebenssituation vieler Kinder sind allerdings noch weit davon entfernt, dem Geist der KRK und einer Kultur der Kinderrechte zu entsprechen, wie sie in allen Kindern betreffenden Bereichen vorherrschen sollte.